ist ein besonderes Stückchen, wo sind zwei ganz unterschiedliche Opern verbindet. Der Bastien und Schauspieldirektor. Der Regisseur, der Thomas Reichert, hat die glorreiche Idee gehabt, dass er diese zwei Sachen auf einen Nenner bringen wollte, damit es ein abendfüllendes Programm wird. Er hat es total zusammengekürzt, in eine neue Sprache versetzt und halt das Regiekonzept ist einfach genial. Genau für die zwei Opern, die ja an einem Abend, jede für sich, da wird was fehlen. Aber so mit den Puppen zusammen und mit diesem Regiekonzept ist es genial, wirklich genial gelöst. Natürlich scheinen erstmal die beiden Opern nicht gerade so, als könnte man sie irgendwie zusammenbringen, aus dieser ganz unterschiedlichen Schaffensperiode von Mozart her sind. Zudem kommt noch dazu, dass Bastien vom ganz jungen Mozart geschrieben noch, also sehr zart ist, gar nicht aufhauerisch und insofern viel Schutz braucht. Da kann noch kein Sänger groß brillieren, da ist das Orchester, sind die Melodien für noch ganz einfach, aber ich finde es sehr schön. Man spürt vor allem die Reife, die er einfach schon hat, diese Meisterschaft, die er schon hat. Natürlich merkt man das, dass, wenn man es vergleichen kann mit seinen späten Werken, das können wir ja, merkt man, was da für Welten dazwischen liegen. Und trotzdem, es gibt einige Nummern, wo das so aufblitzt, dieser Genius, der einfach nicht vorbereitet werden kann. Das ist einfach da und das zeigt er in einigen Nummern schon. Es ist sehr rein, wie es komponiert ist. Es hat sehr viel mit Kindheit, mit Jungheit zu tun. Wenn man das einfach spürt, dann genießt man die Oper voll und ganz. Dass man einfach sich zurückversetzt in, wann war ich das erste Mal verliebt, mit 10, 12, 14 und einfach versucht nachzuvollziehen, wie der Mozart vielleicht das erste Mal verliebt war. Leb wohl! Bastien! Der Bastien ist ein junger Schäfer, der untreu ist. Das ist ja die Geschichte, da geht's ja los. Der schaut nach anderen Mädchen, ja, spürt einfach seine Jugend und genießt das. Und seine Bastien ist verzweifelt und will ihn einfach zurückhaben. Ich kenne die Bastien, Schäferin, braves Mädchen, total verliebt. Die ist einfach, die ist ganz hübsch, die ist ganz nett, die ist ganz lieb und sie ist ganz menschlich. Schauspieldirektor ist sehr schwierig. Für uns beide Sopranistinnen ist unglaublich. Da sind zwei schwere Koloraturstimmen drinnen und die beiden müssen mit den Schwierigkeiten kämpfen. Es muss ein großer Unterschied sein zwischen Herz und Silberklang. Madame Herz singt, ach wie schön, und Adagio, und sie ist dieses lyrische Element. Und dann komme ich und ich muss genau das Gegenteil sein und irgendwie den Schauspieldirektor überzeugen. Madame Herz gehört zu meiner Lieblingsrollen, muss ich ehrlich sagen, und auch die schwierigste Rolle. Das ist eine von den schwierigsten Mozart-Rollen, was selbst Mozart hat geschrieben. Ich meine, äußerlich muss ich aggressiv sein, aber irgendwie innen drin, man muss leicht bleiben, sonst kriegt man diese Töne nicht. Das geht nicht. Die Menschen, die mitspielen, soweit es geht, auch direkt mit den Puppen in Kontakt bringen. Nicht nur, dass die Menschen als zum Synchronisieren auftauchen für Puppen, die ja nicht sprechen können. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, weil es war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich mit Puppen spielen musste. Und am Anfang natürlich, dann habe ich Schwierigkeiten gehabt. Mit der Puppe konnte ich nicht kommunizieren. Und mit der Zeit dann ist es anders gekommen. Also ich fühle mich jetzt viel, viel wohler.
es hat schon einen Einfluss, wenn man ja noch eine dritte Ebene dazu hat. Sonst muss ich einfach nur mit dem Sänger schauen, Kontakt, Atem. In dem Fall muss ich nur schauen, ist die Puppe ums Eck, ist die Puppe am Heuballen oder lehnt die Puppe hier schon raus? Und erst dann kann ich anfangen. Thomas hat immer gemeint, nein, ihr seid nicht die Protagonisten, die Puppen sind. Und das ist so, das ist klar. Außer dass, wie ich finde, Marionetten den Vorteil haben gegenüber Menschen, dass man bei ihnen die Fäden noch sieht. So finde ich es faszinierend, wie können die sich bewegen, was können sie, was Menschen nicht können und umgekehrt, was können sie gar nicht. Er hat uns wirklich sehr inspiriert, er hat uns sehr viel Freiraum lassen, hat aber auch trotzdem genaue Vorstellungen gehabt. Das heißt, ja, er hat uns wirklich dahin geführt. Ja, er hat es immer sehr gut darstellen können. Also ich muss sagen, er hat das schon sehr anschaulich dargestellt, was er gerne hätte. Das ist sehr hilfreich für uns, weil wir natürlich mit den Bewegungen eingeschränkt sind. Ja, und es ist wirklich so, also man braucht schon Zeit, bis man sich die Technik angeeignet hat. Und erst wenn man eben sich nicht mehr viel Gedanken machen muss über das, was man eigentlich oben macht, dann ist es auch möglich, dass man wirklich in die Rolle hineinschlüpft. Also wenn wir spielen, dann sind wir eigentlich dann auch unten auf der Bühne. In dem Moment, wo die Puppen auf die Bühne kommen, ist es dieser Zauber von den Puppen. Das ist sehr, sehr schön für mich. Also wie einfach die beiden Welten dann zusammen sich mischen. Ja, wie eine Kindheitserfahrung fast. Man hat eine Puppe und als Kind hat man ja auch irgendein Spielzeug, das für einen reell und lebendig ist und wird. Aber hier plötzlich wird man wieder vor eine andere Aufgabe gestellt. Fast so wie wenn man Mozart musizieren würde, ist das. Und natürlich, man hat noch den Puppenspieler dazu. Der Puppenspieler beseelt diese Puppe, dieses Stück Holz auch. Ich stehe nach vorne, ich singe nach vorne und ich muss immer von der Seite meine Puppenspielerin in Kontakt haben und zusammen atmen, damit die Puppen auch lebendig werden. Man ist zu dritt und muss eins werden. Man muss sich da einig sein, bestmöglich. Ihre Schätze zu verbinden. Soll sie mich gar nicht spröde finden, mir ihre Schätze zu verbinden, soll sie mich gar nicht spröde finden, nicht spröde finden. Es ist diese Beziehung zwischen Mensch und Puppen und wie die Puppen dann plötzlich reagieren. Also es ist sehr, sehr menschlich, die reagieren sehr menschlich. Menschen geben den Puppen Fleisch, aber Puppen geben den Menschen Form. Man muss das auf einem immateriellen Wege lösen. Man macht das ja auch mit. Warum bewegt sich die Puppe so? Da gibt es ja immer eine Stimmung dazu, eine Energie, eine Haltung. Es ist immer sehr nett zu sehen, wie man da die Fantasie auf einmal walten lässt und sich einfach nicht mehr so recht unter Kontrolle hat. Also es war sehr nett zum Anschauen, gell? Ja, ja. Bei den Endproben, spätestens bei der Generalprobe, muss es Momente geben für mich, wo es mich emotional erwischt, obwohl ich es eigentlich erst auswendig kenne. Und das war schon toll, weil die Momente gab es hier öfters und an verschiedenen Stellen. Diese Lebendigkeit, diese wirkliche Spannung von uns, von den beiden Seiten, das macht Spaß. Ich muss mich sehr zurückhalten, ganz am Anfang, damit ich nicht ganz laut lache. Weil ich habe immer dieses Gefühl, dass ich dieses Stück dann zum ersten Mal sehe. Und das macht mich sehr glücklich. Das war das Phänomenale an dieser Arbeit, wenn man plötzlich merkt, hoppla, man schaut nur noch auf die Puppe, nicht mehr auf den, der singt, weil die Energie der Aufmerksamkeit ist in der Puppe. Also es ist einfach schön, denen zuzuschauen. Nach wie vor, also heute haben wir die sechste Vorstellung und das ist, also die Musiker schauen auch hin und es wird jeden Abend wieder gelacht, weil es einfach so witzig ist. Echt. Selten so viel Freude an der Arbeit gehabt wie mit denen. Das ist schon. Man kann da noch mal in andere Dimensionen auch nachdenken. Was bedeutet diese Energie des Schaffens, des Kreierens, des Lebens überhaupt?